Keks umhüllt mit Schokolade und innen drin ist das, glaube ich, Marshmallow, wenn ich mich nicht irre. Weißt du, wie die Kaugummi schmecken? Die Kaugummi schmecken so. Jo, Freunde, was geht ab? Freunde, heute bin ich mal alleine vor der Kamera, denn Riad ist krank. Riad geht es überhaupt nicht gut. Der hat eine richtig kranke Grippe. Der liegt im Bett oder ist, glaube ich, gerade auf dem Weg zum Arzt. Hat mir gerade eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Hier auch nochmal die WhatsApp-Nachricht eingeblendet. Riad meinte auch zu mir, dass bevor gar kein Video online kommt, soll ich dieses Video alleine drehen. Ja, finde ich schade, finde ich irgendwie uncool. Aber Freunde, wir wollen trotzdem aktiv bleiben. Deswegen drehe ich heute dieses Video mal alleine. Und bei diesem Video geht es darum, Freunde, dass, ich bin immer dran gewöhnt, wir zu sagen, aber ich bin diesmal alleine. Deswegen, in diesem Video geht es darum, dass ich türkische Süßigkeiten ausprobieren werde und gucken werde, wie schmecken türkische Süßigkeiten. Ich habe türkische Süßigkeiten noch nie gegessen. Ich kenne einfach nur diese Standardsüßigkeiten aus dem Supermarkt, Gummibärchen, Schokoriegel, Kekse, Chips, alles Stani-mäßig von Deutschland euch produziert, also ganz normale Süßigkeiten, die man hier auch so im Supermarkt kaufen kann, die kenne ich nur. Und wir wollen heute mal austesten, wie türkische Süßigkeiten schmecken und auch mal ein bisschen herausfinden, wie ist der Vergleich, wie schmecken mir türkische Süßigkeiten, wie schmecken deutsche Süßigkeiten im Vergleich. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal in einen türkischen Laden und schauen uns dort ein paar Süßigkeiten an und gucken mal, was da so Leckeres gibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dort angekommen sind. Hallo. Hallo. Die muss hier offen? Ja. Ja. So, Freunde, ihr habt jetzt gerade die türkischen Süßigkeiten gesehen. Ich muss jetzt noch mal rausgehen, denn ich habe leider nicht genug Geld dabei. Ich gebe kurz Geld ab und dann kaufe ich das und dann probiere ich das und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Patte ist jetzt am Start. Jetzt kann es losgehen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal dahin, kaufen uns die ganzen türkischen Süßigkeiten. Und dann bin ich gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ich habe auch gesehen, da gab es auch so, boah, hier ist gerade Wind. Hier ist gerade Wind. Da gab es auch so Kekse, Butterkekse türkischer Art und auch so ein paar Dinge, die es auch in deutscher Art gibt, aber nur in türkischer Art. Ich bin gespannt, wie die Unterschiede und so sein werden. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Yes. So, Freunde, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen und ich habe die ganzen türkischen Süßigkeiten jetzt bei mir. Hier alle am Start. Es sind insgesamt 8 verschiedene Süßigkeiten, 8 Stück. Und die werde ich jetzt gleich alle probieren. Und zum Schluss habe ich noch eine andere türkische Sache. Das ist zwar keine Süßigkeit, aber ich habe mir gedacht, kann man vielleicht trotzdem probieren, weil es halt auch türkisch ist. Und ich würde sagen, Freunde, bevor wir anfangen, das zu probieren, nacheinander und richtig geilen Geschmackstest machen, wie die ganzen türkischen Sachen schmecken. Ich denke mal, die ganzen Türken unter euch wissen schon, wie die ganzen Sachen schmecken. Aber ich denke mal, alle anderen wissen nicht, wie das schmeckt. Denke ich mal, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, bevor wir anfangen, jetzt die ganzen Sachen zu probieren, eine ganz kurze Dance-Session, Freunde. Eine ganz, ganz kurze Dance-Session. Ganz kurz, Freunde, vertraut mir kurz. So, Freunde, und ich würde sagen, wir kommen jetzt zur ersten Süßigkeit. Und zwar, die Süßigkeit heißt Kokonat. Erinnert mich ein bisschen an Snickers, wenn ich diese Nuss, Haselnuss und sowas sehe. Aber mal gucken, wie der Geschmack gleich sein wird. So sieht das aus. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt. Alter, schmeckt extrem nach Hanuta. Wie Hanuta schmeckt das irgendwie. Ja, Mann, wie Hanuta. Das ist ein Waffel auch innen drin, ne? Schmeckt echt wie Hanuta. Heftig.
Geil. Ist geil, kann man machen. Und eine Mischung. Aus Hanuta irgendwie noch. Hanuta nur eine Schokolade, nur eine Stufe Schokolade, ja. So. Also wie gesagt, erste türkische Süßigkeit. Jetzt kommen wir zur zweiten türkischen Süßigkeit. Und zwar ist es wieder ein Riegel. Dieser Riegel heißt Bombastic. Hä, Bombastic? Ich dachte, das ist türkisch. Hier ist türkische Schrift drauf, aber hier steht Bombastic. Okay. Bombastic erinnert mich ein bisschen an Englisch. Auf jeden Fall, wie das jetzt aussieht, das erinnert mich ein bisschen an. Wie heißt das? Nicht Raffaello, sondern Bueno. Das erinnert mich an Bueno. Guckt hin. So. Auf jeden Fall ist echt ein bisschen aus wie Bueno. Mal gucken, ob es auch so schmeckt wie Bueno. Okay, so sieht das ausgepackt aus. Ja. Na? Hat auf jeden Fall was von Bueno, aber Bueno ist trotzdem geiler. Bueno ist auf jeden Fall leckerer. Hier ist das Cremige und nicht so cremig. Und die Füllung ist nicht ganz so lecker. Also wahrscheinlich ist lecker, aber die Füllung von Bueno ist krasser. Aber ansonsten ist okay. Ist nicht. Deswegen, wenn man echt diesen Vergleich von Bueno hat, dann findet man das jetzt nicht so geil. Wenn man das Bueno vorher kannte. Aber kann man machen. Ist nicht, ist okay, kann man machen. Muss man machen. Kann man machen, muss man aber nicht machen. So. Und dann, jetzt kommen wir zur dritten Süßigkeit. Jetzt kommen wir zum dritten, und zwar Alpella Donut. Hier soll angeblich ein Donut drin sein. Aus Süßigkeit, Donut eingepackt. Okay. Okay, das ist so ein bisschen kuchenmäßig, glaube ich. Lecker, lecker. Hier. Okay. Hier ist so eine Füllung drin, ne? Okay. Ich glaube, in Kombination mit Milch wäre das richtig krass. Jetzt ist mir das ein bisschen, obwohl. Doch, ist okay. Wie hieß das nochmal? Alpella. Ja. Ist okay, aber es ist nicht dieses ultra krass. Ist okay. Kann man machen. Kann man machen. Jetzt kommen wir zur vierten türkischen Süßigkeit, und zwar heißt das Yuka Chocolate Halley. Yes. Okay. Keine Ahnung, wie das aussieht. Ich habe noch nie so gesehen. Noch gar nicht. Wenn man die Verpackung sieht, könnte man auch ein bisschen an Oreo denken, finde ich. So. Ja. Aber mal gucken. So sehen die aus. Wollen wir probieren? Türkische Oreo. Nee, kein türkische Oreo. Okay. Das ist außergewöhnlich. Dieses Muffin war halt auch, das war irgendwie nicht so speziell türkisch. Das war irgendwie so, dieser Donut da, das hat einfach nach Muffin geschmeckt. Das ist halt so typisch, was man kennt. Das war nicht speziell. Aber das hier ist irgendwie das, was türkisches drin. Da merkt man, das ist ein bisschen außergewöhnlich. Ich zeig euch mal, wie das von innen aussieht. Das ist, boah, was ist das denn? Das ist Keks umhüllt mit Schokolade und innen drin ist das, glaube ich, Marshmallow, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch Marshmallow, oder? Ja. Das ist Keks, Marshmallow, Flo, Schokolade. Boah, das geht echt ab, Mann. Ja, Mann. Das ist geil. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Ja. Das geht echt ab. So. Da haben wir hier Albeni. Ülker Albeni. Sieht sehr lecker aus von außen mit so Karamell und Schoko und auch so Keksmäßig. Das sieht schon lecker aus.
So, boah, bin gespannt, wie das jetzt schmeckt. Okay, recht groß sogar eigentlich für so einen Keks, wenn das ein Keks überhaupt ist. Mmh. Ah, okay. Okay. Krass. Das schmeckt einfach, würde ich sagen, fast ein klein bisschen anderen Geschmack. Aber trotzdem würde ich sagen, schmeckt das wirklich fast 1 zu 1 wie Twix. Wenn ihr das habt, habt ihr gerade gesehen, das ist so ein Keks, Karamell, Schokolade. Ein Twix kann man sagen in runder Form. Schmeckt wie Twix. Ja, das ist Twix. In runder Form. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Nummer 6. Cookies. Türkische Cookies. Der Name ist Heini Mella. Nee, Koko Damla. Oder, ich kann hier stehen, drei Namen drauf, aber ich kann das irgendwie nicht zuordnen, was jetzt wirklich dieser Keks ist. Ich glaube, Heini Mella ist das, ist der Name. Ganz normal wie Keks. Ganz normal. Gar kein Unterschied zu irgendwelchen anderen Keksen. Ganz normaler Keks eigentlich. Ja. Und jetzt kommt etwas kleines Besonderes sogar. Und das habe ich auch noch nicht gesehen. Und zwar Bananenkekse. Krass. So. Okay. Recht klein auch. Bin gespannt, wie das schmeckt. Das schmeckt echt nach Banane. Das schmeckt echt nach Banane. Hä? Krass. Ein Keks, der nach Banane schmeckt. Und jetzt kommen wir zu türkischen Kaugummis. Diese türkischen Kaugummis muss ich aber vorher mal sagen, die habe ich schon mal gegessen. Und was bei denen das Ding ist, ich zeige euch das einfach mal. Was bei denen das Ding ist, ihr esst die. Aber, was ich einfach gar nicht verstehe, komplett null, diese Kaugummis schmecken nach gar nichts. Nach null. Die haben keinen Geschmack. Wisst ihr, wie die Kaugummis schmecken? Die Kaugummis schmecken so, wenn du ein Kaugummi nimmst, darauf rumkaust, 10, 20 Minuten lang und der ganze Geschmack raus ist. So schmeckt das Kaugummi, das ich gerade im Mund habe. Von Anfang an. Einfach komplett ausgekaut. Komplett keinen Geschmack. Ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn hat, diese Kaugummis. Einfach nur, um seinen Kauen zu befriedigen oder weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare an die Leute, die das wissen, was so eine Kaugummis für einen Sinn haben, ohne Geschmack. Soll es einfach nur zum Kauen, einfach nur zum, weil es Spaß macht zu kauen oder warum? Gibt es Kaugummis ohne Geschmack? Check ich nicht. So, ich würde sagen, ich habe ja gesagt, zum Schluss habe ich noch eine türkische Sache, die keine Süßigkeit ist, aber die ich trotzdem mit reingebracht habe, weil ich es irgendwie, ich habe es gesehen, ich hatte voll Bock drauf gehabt, ich fand es lecker und ich so, warum nicht, nehme ich mit. Und zwar haben wir hier einen ein türkisches Softgetränk. Und zwar Pfirsich anscheinend. Da ist ein Pfirsich drauf. Bin gespannt, ob das Sprudel ist oder ohne Sprudel. Dann probieren wir jetzt mal. Erstmal Kaugummi kurz aus. Zack. Und ich würde sagen, let's go. Ohne Kohlensäure. Ohne Kohlensäure. In so eine Dose ohne Kohlensäure. Krass. Voll ungewohnt. Weil normalerweise immer, wenn du Getränke aus der Dose trinkst, ist es immer, ist man immer darauf eingestellt, dass da Kohlensäure drin ist. Ich habe noch nie eine Dose gesehen, wo keine Kohlensäure drin ist.
Eigentlich ist in jeder Dose, aber hier ist keine Kohlensäure drin. Hier ist echt keine Kohlensäure drin. Ihr hört das wahrscheinlich auch. Man hört nichts. Okay, aber vom Geschmack her, Moment. Schmeckt wie... Ey, warte mal kurz. Ei. Der schmeckt wie dieser Eistee. Ich weiß nicht, ob Leute das noch wissen, ob sie in dem Alter waren. Aber als ich ca. 12, 13 war, das war vor ca. 10 Jahren oder so, da gab's, das Ding gibt's heutzutage gar nicht mehr, da gab's Eistee in Tetra-Packs. Und dieser Eistee, Leute, die kennen, die wissen, was ich meine, der hatte einfach diesen besonderen Eistee-Geschmack. Dieses Eistee-Geschmack. Diesen Eistee, den man heute kaufen kann, vielleicht da fehlt ein bisschen dieses besondere Eistee-Geschmack. Und ich finde, das hat diese Dose, hat diesen besonderen Eistee-Geschmack. Ja. Großen und Ganzen kann man sagen, türkische Süßigkeiten kann man essen, gehen auf jeden Fall fit, schmecken auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ich würde sagen, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wäre es auf jeden Fall mega korrekt, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen könntet. Und ansonsten, Freunde, könnt ihr auch gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr Bock habt, mehr von solchen Videos. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns die Tage wieder. Und ich hoffe, dann auch wieder mit Riad. Und yes. 3, 2, 1.